Das größte Risiko überhaupt, das ich mit der pauschalnotierten Unterstützungsklasse sehe und das natürlich auch schon reihenweise zugeschlagen hat, leider zugeschlagen hat, muss man dazu sagen, das ist einfach das Thema, dass sie einen falschen Partner, einen falschen Konzeptionär, einen falschen, eine falsche Verwaltungsgesellschaft oder eine ungeeignete Verwaltungsgesellschaft erwischen. Und diese gibt es leider, diese gibt es in so einem, jetzt momentan wieder verstärkt, in so einem wachsenden Markt, in so einem Markt, bei dem so viel der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf dem Markt zuläuft, wieder vermehrt. Sie finden am Markt Anbieter, die gehen her, die schreiben auf ihrer Website steuerliche und rechtliche Beratung, Rechtsanwalt sowieso. Wenn Sie da in den Kammernachrichten nachschauen, der Rechtsanwalt, der ist schon lange gestorben, der wird schlichtweg mit einem Toten Werbung gemacht. Wenn Sie über das Unternehmen recherchieren, werden Sie merken, das Unternehmen hat bereits Insolvenzen mit Unterstützungskassen hingelegt, Verwaltungsgesellschaften in die Insolvenz geschickt, die Auffanggesellschaften, das sind UGs oder Limiteds, die wieder mit ein paar Euro, mit 1000 Euro oder ähnliches gegründet wurden. Und es werden einfach über die Unterstützungskasse Dinge erzählt, die so schlichtweg nicht passen. Das geht von der Übertragung auf den neuen Arbeitgeber, dass erzählt wird, der neue Arbeitgeber, wenn er keine pauschalnotierte Unterstützungskasse möchte, macht nichts. Der Arbeitnehmer weist den Arbeitgeber an, in die alte Unterstützungskasse einzuzahlen. Fachlich ein Unsinn, der größer nicht mehr zu beschreiben ist. Oder das Thema Versorgung von Einzelunternehmen, Versorgung von mitarbeitenden Kindern oder auch nicht mitarbeitenden Kindern ab 16 Jahren, was schlichtweg so, wie es häufig dargestellt wird, einfach Unsinn ist. Die pauschalnotierte Unterstützungskasse, die Unternehmenskasse ist ein ganz geniales Instrument, aber es ist kein Wundermittel. Es ist kein Zaubermittel und es ist nicht irgendein Rechtsfrauerraum, mit dem man alles tun kann. Und da gibt es weitere. Vor kurzem war der Partner da mit einem Sanierungsfall. Da wird pauschalnotierte Unterstützungskasse abgeschlossen. Die Gelder, die laufen dann rein in Versicherungslösungen. Also da gibt es wirklich alles, was der liebe Gott verboten hat. Da gibt es Checklisten. Schauen Sie mal an, was man vielleicht für Anforderungen einer Verwaltungsgesellschaft stellen sollte. Fragen Sie nach den Hintergründen, fragen Sie nach dem fachlichen Support, fragen Sie nach den Unterstützungskassen, fragen Sie nach der Größe, fragen Sie nach den Unternehmen, die enthalten sind, nach der fachlichen Kompetenz, nach der Erfahrung, nach der Besetzung mit Berufsträgern oder ähnlichen Dingen. Und da wird man hier sehr viel lösen können oder auch sehr viel bekommen. Fragen Sie nach einfachen Dingen, kann die Gesellschaft überhaupt Renten abbilden? Da trennt sich meistens schon die Spreu vom Weizen. Die meisten können keine Renten. Sie können nur Kapitalzusagen. Sie können mit jedem Kapitalzusagen machen. Aber nur einige haben die Kompetenz für Renten. Wer hat die Kompetenz, hier wirklich individuelle Lösungen anzubieten, wie rechtssicher ausgestaltet? Da reduziert sich die Zahl wieder auf einzelne wenige, die das überhaupt können. Und das ist das Thema, wo man hier wirklich an den Falschen geraten kann. Meistens sind die Falschen auch Anbieter von Kapitalanlagen, die pauschalnotierte Unterstützungskasse nur als einfaches Vehikel sehen, um die Kapitalanlagen zu verkaufen, um häufig schlechte Kapitalanlagen zu verkaufen, vielleicht auch im Einzelfall gute Kapitalanlagen verkaufen. Aber meistens kann einer nicht beides, wir können auch nicht beides, wir können pauschalnotierte Unterstützungskasse rechtlich, steuerlich, administrativ sauber machen, aber wir verstehen nur sehr wenig und nichts von Kapital bis nichts von Kapitalanlagen. Deshalb bieten wir auch keine an, deshalb empfehlen wir auch keine und deshalb werden wir auch keine verkaufen, vermitteln oder ähnliches. Das sollen immer professionelle, dafür ausgebildete Vermögensverwalter sein, Kapitalanlageberater oder eben Spezialgesellschaften, bei denen das der Hauptfokus ist. Aber das ist die Hauptrisiken, der falsche Partner, die falsche Gesellschaft, an die ich mich fessel und die eigentlich das System 50, 60 oder 70 Jahre mittragen soll.